Heute ein kurzes Video zu der Frage, warum diese Schneeschuhe 250 Euro kosten und diese Schneeschuhe schon für 80 Euro zu haben sind. Eine wichtige Frage, der man für diesen Winter definitiv nachgehen sollte. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen 80, 70, 80 Euro Modellen und den 250 bis teilweise sogar 300 Euro Modellen? Konkret von den Firmen MSR und Tabs in diesem Fall. So billige Schneeschuhe, die gibt es ja schon von relativ vielen Marken, teilweise auch einfach von so typisch Amazon-chinesischen Herstellern, die man einfach importiert und kaufen kann. Und die taugen auch was, weil das Prinzip der Schneeschuhe, wie das funktioniert, das findet ihr ja eh alles in dem Video, was ich schon mal gemacht habe. Aber spannender ist doch eigentlich die Frage, was sind die konkreten Unterschiede und vor allen Dingen lohnt sich für dich dieser unfassbare finanzielle Mehraufwand. Der offensichtlichste Unterschied bei Schneeschuhen in diesen Preiskategorien und vor allen Dingen diesen Unterschieden ist der Rahmen. Hier haben wir einen ganz typischen Alurahmen und darunter oder darüber gespannt wurde quasi einfach so ein Kunststoff, ein sehr beweglicher Kunststoff, der im Prinzip dann die zusätzliche Auflagefläche am Schnee bildet. Das Ganze ist eine günstige Konstruktion, deshalb können diese Dinger dann auch relativ günstig verkauft werden. Das ist halt einfach ein Alurahmen. Bei diesen Dingern hier ist das schon de deutlich anspruchsvoller, denn hier haben wir eine aus einer oder zumindest aus zwei Formen bestehende Hartplastikschale, die komplett miteinander verbunden ist. Also wir haben hier sozusagen zwei Teile, der orangene Teil, das sieht man hier ganz gut, und der schwarze Teil, das ist aber aus einem Stück heraus. Das Ganze ist aufwendiger zu produzieren, aufwendiger in der Herstellung, aber das ist natürlich auch nicht der einzige Unterschied, warum das hier mal so fast 200 Euro mehr kostet. Ein großer Unterschied ist nämlich auch die Anordnung der Zacken. Wir haben bei diesen günstigeren Modellen natürlich ein technisches Problem. Wo sollen die Zacken hin, wenn sie nicht gerade an die steifesten Stellen der Konstruktion kommen? Woanders können sie nicht hin. Wir können die Bindung relativ steif machen, das ist hier der Fall, und wir können hier in der Mitte etwas versteifen und genau da kommen dann einfach die Zacken hin, die uns sozusagen auch im härteren Gelände Grip geben sollen. Gut, das funktioniert also hier nur bedingt, dass wir einfach überall Zacken platzieren, wo wir sie haben wollen. Bei den Hartplastikmodellen ist das tatsächlich anders und das sieht man auch relativ schnell. Wir haben also diverse Zackenpaare, die von ganz hinten, also von ganz am Ende bis ganz nach vorne zur Spitze gehen, zumindest da, wo sie eben noch sinnvoll sind, sodass wir natürlich eine deutlich sichere Auflagefläche auf härteren Bedingungen im Harsch oder vor allem im Eis auch haben. Tatsächlich ist es so, dass man gerade auch im Frühsommer natürlich auch Hochtouren mit Schneeschuhen bewältigen kann. Gerade da ist dann der Schnee aber härter und da macht es durchaus Sinn, dass man dann definitiv viele Zacken und vor allen Dingen eine große Auflagefläche hat, über die Zacken sinnvoll verteilt sind. Klar, wenn es darum geht, jetzt solide irgendwo zu stehen, dann sind die Zacken, die großen unter der Bindung natürlich die wichtigsten und die haben ja beide Modelle eigentlich so verbaut. Aber wenn es zum Beispiel um den Abstieg geht und daran denken oftmals viele Leute nicht, die mit den Schneeschuhen unterwegs sein wollen, dann sind vor allen Dingen die hinteren Zacken und die hinteren, na, ich sag jetzt mal Einkerbungen, richtige Zacken sind das dann nicht mehr teilweise. Vor allen Dingen, die sind dann richtig, richtig wichtig. Denn wenn wir nach unten gehen, dann haben wir deutlich mehr Druck hinten über der Ferse als vorne. Da versuchen wir quasi, wenn das Gelände so abwärts geht, erstmal so aufzutreten, dass der Schneeschuh dann logischerweise so aufkommt und abrollt, in Anführungszeichen. Wenn wir das hier machen, dann sehen wir hier ein ganz automatisches Problem. Wir rutschen hier erstmal runter, bis wir den Schneeschuh so weit nach unten gebogen haben, dass tatsächlich hier ja noch in die ersten Zacken greifen. Einen großen Unterschied merkt man dabei vor allen Dingen, wenn es eben hart ist, wenn es eisig ist oder wenn man das aktuell machen möchte, weil die Lawinenwarnstufe zum Beispiel einfach gerade zu hoch ist, dass man auf Pisten unterwegs ist und quasi Pistentouren geht, um fit zu bleiben. Dann ist das auch ganz, ganz schlecht, denn im Abstieg merkt man das dann schon deutlich. Das heißt, der große Unterschied zwischen 250 Euro und 80 Euro Schneeschuhen liegt im Prinzip darin, dass wir deutlich mehr Zacken in einer deutlich sinnvolleren Anordnung haben. Aber das Ganze ist eigentlich nur deshalb möglich, weil wir diese Zacken durch die Hartplastikschale deutlich besser verteilen können und sie im Prinzip überall platzieren können, wo wir wollen. Und da haben dann die Hersteller eben die Freiheit, das zu tun, wo sie wollen und wo es Sinn macht. Und das macht Tabs oder auch MSR dann schon relativ gut. Wenn ich
Pistentouren gehen wollte oder es tue, dann würde ich am ehesten noch diese Tabs empfehlen. Auch wenn ich sagen muss, Pisten, Schneeschuhtouren sind sowieso immer irgendwie ein bisschen schwierig. Aber auch bei härterem Gelände, einfach bei einer harten Schneedecke im Frühsommer, vielleicht auch bei sommerlicheren Bedingungen schon, da macht das schon durchaus Sinn, dass man gerade für den Abstieg einen sicheren Stand hat, sichererer Abstieg, mehr Komfort. Das alles spielt natürlich dann eine große Rolle und ist letztlich auch den Aufpreis wert. Wenn man ein typischer Wald- und Wiesen-Schneeschuhwanderer ist, dann reichen diese Dinger vollkommen. Denn der Mechanismus, ich habe es ja vorher schon erklärt, ist ja immer noch der gleiche. Wir haben den Auftrieb durch die Auflagefläche und die ist bei diesen Modellen ja genauso wie bei den super teuren Modellen. Ist exakt die gleiche Wissenschaft dahinter. Einzig und allein die Tatsache, dass wir hier eben flexiblen Kunststoff haben und so eine ganz dünne Fläche, bringt uns eben dann dahin, dass wir keine weiteren Zackenpaare sinnvoll und logisch positionieren können. Auch der Alurahmen steht sehr weit raus. Das heißt, wir können hier, selbst wenn wir Zacken irgendwie noch integrieren würden, wir könnten hier einfach, wir hätten dann sowieso fast keine Auflagefläche. Dafür müssten sie dann so groß sein und das wäre dann letztlich auch wieder relativ nervig. Insofern, der Aufpreis, ob es der wert ist, das entscheidet natürlich erstens mal ihr. Man muss dazu sagen, klar, diese Dinger werden nicht für diesen Kaufpreis produziert. Natürlich fällt hier viel, viel mehr Marge vom Baum als bei diesen Modellen hier. Aber der Grund für den hohen Preis, der liegt eben auch in der Konstruktion und deshalb auch im Anwendungsfeld begraben. Wenn ihr euch also Schneeschuhe kauft, überlegt euch zuerst, will ich damit anspruchsvollere Touren gehen? Möchte ich damit auch vielleicht im steilen Gelände unterwegs sein? Denn dann habe ich natürlich mit so einem Schuh auch dank so kleiner Features wie einer Aufstiegshilfe natürlich immense Vorteile, was den Komfort betrifft. Ganz klar. Wenn ich aber sage, ich möchte eigentlich mit Schneeschuhen hauptsächlich im Wald unterwegs sein, ich möchte mit Schneeschuhen hauptsächlich einfach ein bisschen aktiv sein, vielleicht die Forstwege rauf und runter gehen und einfach nur ein wenig unterwegs sein, aber auch mal einfach im Schnee, der nicht präpariert ist, dann muss ich sagen, dann tun es die Dinger ehrlich gesagt auch. Insofern schaut, dass ihr euer Geld nicht beim Fenster rausschmeißt, schaut, dass ihr euer Geld nicht verschwendet, denn wie gesagt, das sind ungefähr, 190 Euro Unterschied, je nachdem, welche Modelle man sich kauft. Es gibt auch noch günstigere. Man muss dazu sagen, die Preise sind in den letzten Jahren absolut explodiert. Also das ist katastrophal. Tabs gab es vor wenigen Jahren noch für deutlich weniger Geld. Die gleichen Tabs nämlich tatsächlich. Und auch bei diesen ganz günstigen Schneeschuhen sind wir halt mittlerweile auch bei 100 Euro. Und die haben halt früher 50 Euro gekostet. Beachtet eben, überlegt euch gut, was ihr damit machen wollt, denn nur dann werdet ihr die Freude haben mit den richtigen Schneeschuhen. Heute ein ganz, ganz kurzes Video, ein ganz, ganz praktisches Video, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, wenn man sich jetzt gerade Schneeschuhe zulegen will für den kommenden Winter oder für den aktuellen Winter, dass man sich einfach richtig entscheidet, weil sonst hat man im Zweifelsfall entweder 80 Euro oder 250, 300 Euro beim Fenster rausgeschmissen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!